Das klappt auch alles. Ich wollte ja, da wir jetzt mal von den Fachleuten gehört haben, was rausgekommen ist nach den politischen Vorgaben der Piratenfraktion und natürlich unser Fachbereich Verkehr, wollte ich jetzt gerne mal zunächst die Kritikerinnen und Kritiker zu Wort kommen lassen, auch grundsätzlich an dem Vorhaben. Das sind natürlich auch alles Experten in dem Bereich, die wir hier eingeladen haben. Zunächst ist da zu nennen Heidi Tischmann vom Verkehrsclub Deutschland und ich habe ja aufgeschrieben, Referentin für Bahn- und Güterverkehr. Stimmt das? Ja. ÖPNV gehört zur Bahn dazu. Habe ich gerade schon was gelernt. Genau, Frau Tischmann hat sich geweigert, ein Bügelmikrofon zu nehmen. Auch das ist hier möglich. Ja, genau, Heidi Tischmann, die kennt man eigentlich von allen Veranstaltungen, die mit dem Thema fahrscheinloser Nahverkehr zu tun haben. Ich selbst habe sie schon getroffen, mehrfach. Und meine erste Frage, ich habe mir aufgeschrieben, so ein Spruch ist auch, oder das VCD ist auch, der fahrscheinlose ÖPNV sei unökologisch. Vielleicht kannst du damit mal anfangen. Ich wurde zwar gebeten, ein Eingangsstatement vorzubereiten. Das kannst du auch bringen. Aber ich beantworte erstmal deine Frage. Bitte. Also der ÖPNV ist ja auch motorisierter Verkehr und per se eigentlich nicht umweltfreundlich. Die wirklich umweltfreundlichen Verkehrsträger oder Fortbewegungsarten sind zu Fuß gehen und Fahrrad fahren. Mhm. Und also ich gehe ja gleich noch mal ins Detail. Bitte. Deswegen ist eine kostenlose Nutzung des ÖPNV gegenüber dem Langsamverkehr, also Fuß- und Radverkehr, einfach zu preiswert. Das ist die Antwort auf diese Frage. Mhm. Und jetzt sage ich, was ich noch gerne sagen wollte zu der Studie. Ihr sagt, was du hast sie ja gelesen. Ich habe natürlich die 143 Seiten nicht gelesen, sondern nur die Zusammenfassung. Dann los. Also wir begrüßen als VCD erstmal grundsätzlich, dass die Piraten diese Studie in Auftrag gegeben haben, die ja nun heute vorgestellt wurde. Und wir würden es, auch wenn wir dem fahrscheinlosen ÖPNV, dem kostenlosen ÖPNV etwas kritisch gegenüberstehen als Verkehrsclub Deutschland, es begrüßen, wenn es in einer Stadt wie Berlin eine Umsetzung dieser Idee gäbe, würden wir sehr begrüßen und auch kritisch weiter begleiten wollen. Mhm. Bisher gab es diese Möglichkeit des Nulltarifs im ÖPNV ja nur in kleineren Städten wie zum Beispiel in Templin oder in Lübben, die haben so rund 15.000 Einwohnerinnen. Oder auch die berühmteste Stadt ist Hasselt in Belgien mit 70.000 Einwohnern. Diese drei Versuche haben die Gemeinsamkeit, dass sie nicht umlagefinanziert waren, so wie ihr das jetzt vorschlagt, sondern steuerfinanziert. Da war aber auch der Kostendeckungsgrad durch die Fahrgeldeinnahmen nicht so hoch wie in Berlin, da ist er 50%. Sie hatten auch gemeinsam, dass sie, bevor sie den Nulltarif eingeführt haben, den ÖPNV massivst erst verbessert haben, bevor sie den Nulltarif eingeführt haben. Und gemeinsam haben sie auch noch, dass sie inzwischen wieder Geld von den Fahrgästen kassieren. Wir begrüßen auch, dass es mit dieser Studie und auch die Linken und die Grünen in Berlin haben ja den Nulltarif sich auf ihre Fahnen geschrieben. Wir begrüßen das sehr, weil eine vertiefte Debatte um die Finanzierung des ÖPNV absolut notwendig ist. Der ÖPNV, dem fehlt es an Finanzen hinten und vorne. Die Infrastruktur ist marode. Es gibt einen Investitionsstau, Haltestellen, Rolltreppen und so weiter. Und es steht auch eine Neuordnung der Bundesfinanzen für den ÖPNV auf der Tagesordnung. Das muss bis 2019 geordnet werden und neu geordnet werden. Und deswegen ist die Debatte um den Nulltarif im ÖPNV wirklich sehr, sehr hilfreich. Also da sind wir auch sehr damit einverstanden. Eine reine Steuerfinanzierung, wenn man auf Fahrgeldeinnahmen verzichtet, aber da laufe ich hier, glaube ich, offene Türen ein, ja. Ist sowieso nicht gedacht. Das können kommunale Haushalte nicht wuppen, das auszugleichen aus ihren normalen Steueraufkommen. Und wir würden übrigens die Mehreinnahmen, die wir erzielen, für Angebotsverbesserungen des ÖPNVs verwenden wollen, weil wir der Meinung sind, dass nennenswerte Markteinteile eher über ein verbessertes Angebot im ÖPNV zu erzielen sind und nicht über den Preis. Jetzt noch ein Lob und vorher noch mal ein Blick nach Hasselt. Hasselt ist immer sehr spannend.
Hasselt hatte auch das, was ihr jetzt aufgenommen habt, ein umfangreiches verkehrspolitisches Konzept der Einführung des Nulltarifs vorangestellt. Es gab wirklich auch viele Verbesserungen für die Radfahrer und Radfahrerinnen. Der ÖPNV wurde vorher verbessert, das hatte ich schon gesagt. Und die gesamte Innenstadt von Hasselt wurde für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Und finanziert wurde der Nulltarif auch über den Verzicht auf Straßenneubau. Das wäre ja vielleicht auch noch eine Variante für Berlin. Das kam leider auch nicht vor. Die A100 wollte ich noch mal in die Debatte werfen. Ja, da gibt es dann gleich Applaus. Ich begrüße das. Das wusste ich. Wenige Sozialdemokraten hier. So. Damit mache ich. Also unsere Kritikpunkte sind irgendwie auch ziemlich weggefallen, weil wir hatten ja vorher uns schon beraten, bevor ihr die Studie in Auftrag gegeben habt. Ihr habt viel von unseren Vorschlägen aufgenommen, vor allen Dingen auch dieses verkehrspolitische Konzept, was ihr voranstellt, das ist prima. Damit sind wir sehr einverstanden. Gar nicht so, jetzt wollte ich eigentlich... Ich wollte jetzt die... wir machen das, glaube ich, mal. Magst du das? Okay. War nur zu schnell. Alles gut. Jetzt wollte ich eigentlich Kritik hören, aber vielleicht kommt das jetzt noch. Der nächste in der Runde ist Matthias Gibner. Und zwar ist er stellvertretender Vorsitzender des Berliner Fahrgastverbandes. IGEP, ja. IGEP. Mhm. Also ihr die Stimme der Leute, die wir zur Kasse bitten wollen. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass auch gerade der IGEP die Angebotserweiterung als ein ganz wichtiger Punkt für den öffentlichen Personennahverkehr sieht. Nur ich frage mich dann halt auch, und das können Sie vielleicht uns auch erklären, wie, wenn nicht über ein anderes Finanzierungsmodell, das dann finanziert werden soll. Also es ist in der Tat so, dass das Berliner Verkehrssystem in seinem augenblicklichen Zustand überhaupt nicht in der Lage wäre, einen irgendwie nennenswerten Mehrverkehr abzuwickeln. Also wir haben jetzt schon auf innerstädtischen U-Bahn-Linien, gerade im Früh- und Nachmittagsberufsverkehr, die Situation, dass 100% gemeldet werden an die Leitstelle. Das heißt, Züge fahren ab, ohne dass alle Fahrgäste auf dem Bahnsteig den Zug betreten können. Das heißt, eine weiter steigende Nachfrage und so etwas würde durch ein 0-Euro-Ticket oder ein wie auch immer geartete fahrscheinloses System eintreten. Das heißt, so ein Mehrverkehr wäre im Augenblick überhaupt gar nicht zu bewältigen. Und da sehen wir auch angesichts der politischen Konstellation im Land Berlin gerade die große Schwierigkeit. Es werden einige 100 Millionen Euro ausgegeben, um in Treptow jetzt gerade eine Autobahn zu bauen. Aber die Verbesserung der Straßenbahnstrecken, Ausbau irgendwelcher Busspuren und sowas fällt komplett unter den Tisch. Und da hat leider auch der neue Verkehrssenator bisher zwar einige Ankündigungen von sich gegeben, aber wirklich spürbare Auswirkungen hat das noch nicht gegeben. Ich kann mich meiner Vorrednerin absolut anschließen. Auch wir begrüßen die von den Piraten angestoßene Debatte. Dass das gegenwärtige Ticket- und Finanzierungssystem mal von jemandem in Frage gestellt wird und dann mit einer wissenschaftlichen Studie auch mal versucht wird, neu zu beleuchten, entspricht auch durchaus unseren Intentionen. Allerdings ist die Konsequenz des fahrscheinfreien oder fahrscheinlosen Tickets oder Zugangs zum ÖV nicht unbedingt das, was sich der Berliner Fahrgastverband für die Zukunft vorstellen kann, weil wir nämlich gerade durch so ein fahrscheinfreies System die Gefahr von Fehlsteuerungen sehen. Das wurde ja auch vorher schon angesprochen. Die wirklich kostenfreien oder sehr günstigen, umweltverträglichen Fortbewegungsarten sind zuallererst das Laufen und dann kommt das Fahrrad. Und alles Weitere ist motorbetrieben, verbraucht Energie, verbraucht hohe Infrastrukturkosten. Und da besteht eben wirklich die Gefahr, dass eine Kannibalisierung eintritt. Das heißt, dass Menschen, die vorher durchaus bereit waren, eine gewisse Wegstrecke zu Fuß zurückzulegen,
zum nächsten Supermarkt, zum Bahnhof, wohin auch immer, dann die Gelegenheit nutzen und einfach in den Bus einsteigen, weil es ja nichts kostet. Und dann haben wir das Problem, dass eben der nicht ganz so umweltfreundliche ÖV von den Mitteln des Umweltverbundes, die ohne Motor betrieben werden, eben Verkehrsleistung abzieht. Was sagen Sie denn zu den Leuten, die jetzt auch bei schönstem Wetter mit dem Fahrrad in die S-Bahn einsteigen? Das sehen wir durchaus kritisch. Wobei es natürlich auch Anwendungsfälle gibt. Nehmen wir mal ein Beispiel, jemand wohnt in Königs Wusterhausen und hat seinen Arbeitsort irgendwo in Spandau, wo dann die S-Bahn nicht unmittelbar hinfährt. Dann ist es natürlich ein Weg, erstmal in die S-Bahn einzusteigen, einen großen Weg, Teil dieser Strecke mit der Bahn zurückzulegen und dann in der Nähe des Zielortes die Bahn zu verlassen und mit dem Fahrrad zu fahren. Aber auch da sehen wir durchaus kritische Entwicklungen, gerade auch zu Zeiten des letzten S-Bahn- oder hier Bahnstreiks, wollten ja durchaus ernsthaft Menschen mit Fahrrädern in die sowieso schon knackevollen Züge rein, was dann natürlich unter den verbliebenen Nutzern des ÖV für schlechte Stimmung gesorgt hat und den öffentlichen Nahverkehr in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gerade attraktiver gemacht hat. Also wann immer ich im Bekannten- und Verwandtenkreis über die Nutzung des ÖV rede, bekomme ich da natürlich auch immer diesen Satz zu hören: Ja, dann kann ich ja nicht mit einer hellen Hose einsteigen, weil am Ende habe ich dann Fahrradreifen drauf. Ne? Also das sind auch Fragen, die gerade bei solchen fahrscheinfreien Ticketsystem oder Nutzungssystemen auch beachtet werden müssen. Wie regle ich die Fahrradmitnahme? Wenn ich das dann nämlich auch noch in die fahrscheinfreie Benutzung einbeziehe, dann nimmt wirklich jeder sein Fahrrad mit und dann, dann brauchen wir ein völlig neues Bahnsystem. Okay. Was ich noch zu den Finanzierungsmodellen, die da eine Rolle spielen, hinzufügen möchte. Beim Berliner Fahrgastverband ist im Prinzip unstrittig, dass das Land Berlin sich aus Steuermitteln stärker im öffentlichen Verkehr engagieren muss. Der jetzige Anteil hat dazu geführt, dass gerade bei der BVG eine substanzielle Unterdeckung eingetreten ist über die Jahre. Das heißt, Infrastruktur konnte nicht instand gehalten werden, Züge sind verrottet, fallen jetzt aus und wir haben Fahrzeugmangel auf den Großprofillinien in ganz gravierendem Maße. Hier muss das Land Berlin aus Steuermitteln wesentlich stärker in die Verantwortung genommen werden. Was bei Modellen, die mit einer Gebührenfinanzierung arbeiten, ein bisschen negativ ins Gewicht fällt, ist der Einfluss der Nutzer auf die Ausgabe der Gelder ist natürlich auch nicht zu steuern. Wir haben ein System der Gebührenfinanzierung in Deutschland, was jeder kennt, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Jeder ist durch die Haushaltsabgabe gezwungen, seinen Beitrag zur Finanzierung zu leisten. Der Einfluss der Nutzer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf das, was dort getrieben wird, ist denkbar gering. Das heißt, es werden Milliarden eingesammelt und in irgendwelchen Strukturen verbraucht und man hat als Einzelperson überhaupt keinerlei Einfluss darauf, was mit diesem Geld gemacht wird. Sowas könnte natürlich bei einer Gebühr für den öffentlichen Verkehr auch passieren. Da müsste man sich dann natürlich auch noch überlegen, wie die politische Kontrolle erfolgen soll. Mhm. Ja, das waren jetzt eigentlich so meine Eingangsstatements. Also der Fahrgastverband sagt, einsteigen und losfahren wollen wir nicht. Nicht in diesen fahrscheinfreien Verkehr, so wie er gedacht ist, nein. Okay, ja, das ist, glaube ich, klar geworden. Als nächstes haben wir Dr. Axel Friedrich da. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel nur Pluspunkte stehen, aber ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, dass auch deutliche Kritik da ist. Ja. Dr. Axel Friedrich ist Umweltexperte und Verkehrsberater und war in diesen beiden Feldern auch mal Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium. Umweltbundesamt. Umweltbundesamt. Nein, ja. Wo ist die Kritik? Grundsätzlich schon mal, also ich habe nicht ganz verstanden, den letzten Satz. Wo ist der Einfluss der Bürger auf den heutigen ÖV?
Wir haben einen Aufgabenträger. Was trägt der eigentlich? Ich hasse solche Wörter. Wir haben deswegen das Wort Bürgerticket ist in dem der Studie aus meiner Sicht missbraucht worden, weil wie es an sich definiert war, von den paar Leuten, die es mal entworfen hatten, sitzt nur einer dabei hier, war einfach, dass die Bürger eingebunden werden in die Entscheidung, welchen ÖV kriegen wir eigentlich. Und das heißt auch Transparenz der Finanzströme. Ich habe versucht, mal von einigen ÖV-Unternehmen Zahlen zu bekommen. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß bei dieser Aktivität. Wieso eigentlich? Wir finanzieren die, wir bezahlen die. Wieso kriege ich die Daten nicht? Das heißt, die Frage für mich, die Bürgerferne, die sinkende Wahlbeteiligung, das sind alles Dinge, die sich auch in solchen Dingen ausdrücken. Ich sage einfach, ich möchte einen EV, der von den Bürgern entschieden wird. Deswegen Bürgerticket und nicht nur umlagefinanzierte ÖV. Heißt, die Bürger sollten bezahlen, auch entscheiden, was gemacht wird. Die Schweiz hat ja sowas in der Richtung. Groß- und Entscheidungen werden getroffen von den Bürgern. Gucken wir uns die Wahlbeteiligung an bei diesen Entscheidungen, die ist ziemlich hoch. Weil die haben das Gefühl, wir entscheiden mit. Ist der ÖV schlechter in der Schweiz als in Deutschland? Nicht unbedingt. Ne? Also die Frage, was möchten die Bürger eigentlich haben, ist die entscheidende Frage, bevor ich über Finanzierungsfragen spreche. Ich habe eine hohe Sympathie für einen umlagefinanzierten ÖV, wenn er auch von den Bürgern entsprechend getragen wird. Mhm. Aber nur dann. Wie gesagt, wenn ich weiß, ich als Bürger entscheide mit, was ich bekomme. Und nicht irgendwelche Leute in den Hinterzimmern. Und das ist für mich die zentrale Frage. Der nächste Punkt in der Studie, einige Fragen wie die Pendler, ist nicht entsprechend oder die Verbundfragen nicht entsprechend ausgearbeitet. Ich gebe zu, das ist keine ganz einfache Aufgabe. Ich hätte gerne mal eine richtige Machbarkeitsstudie gemacht. Die kostet auch dann 100.000 Euro. Ein bisschen mehr, als ihr wahrscheinlich bekommen habt. Dann könnte man die Fragen, nein, wir haben es ja mal durchgespielt mit ein paar Experten, wie wir sowas machen könnten. Wir könnten mal eine Studie durchführen und wir kamen auf 100.000 Euro, die ich bräuchte, um eine vernünftige Machbarkeitsstudie, die alle Fragen, die wir hier in der Studie dann angerissen finden, aber nicht ausgearbeitet haben, einfach durchspielen müssten. Wie löse ich das Problem der Verbundfinanzierung? Wie löse ich das Thema der Pendler? Wo ich auch Probleme habe, und das ist jetzt eine Grundsatzfrage, ich mische soziale und Verkehrspolitik. Also ich bin dafür schon immer, lass die beiden Dinge geteilt. Macht Sozialpolitik, gibt den Leuten, die bedürftig sind, das Geld und macht Verkehrspolitik nach den Notwendigkeiten des Verkehrs. Und das ist auch an der Stelle wieder entsprechend vermischt und das macht keinen Sinn. Also wieso sollen Leute unter 18 kostenfrei fahren? Wieso sollen sie ermäßigt fahren? Gute Frage, ne? Andreas, sollen Sie eigentlich weniger bezahlen, obwohl Sie den gleichen Aufwand erzeugen? Sollen Leute von draußen, die einen höheren Aufwand erzeugen, den Pendler haben ja einen höheren Aufwand, dann günstig wegkommen? Sollen Touristen, die auch einen hohen Aufwand erzeugen, mit 1,50 abgegolten werden? Also ich habe so ein paar Punkte, wo ich sage, ich kann es nicht nachvollziehen. Die zahlen heute 6,70 pro Tageskarte. Auch die Schüler haben eine Monatskarte von 28 Euro. Meint richtig informiert bin. Meine Kinder sind ja aus dem Schulalter raus, ganz genau weiß ich es nicht. Aber die Größenordnung stimmt wahrscheinlich. Und die Frage, wenn man alle die Dinge einbezieht, kommen wir in ersten Abschätzungen für Hamburg, haben wir es mal gemacht, auf 13 bis 15 Euro pro Einwohner. Und das ist eine Aussage, wo ich dann auch Unterstützung von Sozialverbänden, Hartz-IV-Verbänden bekomme, weil das ist niedriger, als sie heute einen Beitrag bekommen in ihrem Hartz-IV-Satz. Und das ist die entscheidende Frage. Und dann mache ich Sozialpolitik. Auch nur dann, wenn ich alle hinzuziehe zur Finanzierung, denn der ÖV, sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist eigentlich Daseinsfürsorge. Für mich ist auch die alte Gesellschaft damit einzubeziehen. Für mich ist es Albträume, wenn ich sehe, dass 80-, 90-Jährige im Auto fahren. Ja, nichts zu lachen. Aber sie fahren. Ich bin in Italien angefahren worden in einem Dorf, mit dem Fahrrad, ich stand da mit dem Fahrrad, hat mich angefahren. Warum? Der hat keine Wahl, er kann nur mit dem Auto fahren. Es gibt kein ÖV. Und wir fahren einfach heute in den ganzen Ballungsgebieten, fahren Leute mit dem Auto, weil sie in den Ballungsgebieten, im Randgebiet abends keine Alternativen mehr haben. Und diese Frage muss die Gesellschaft sich auch stellen. Wie mache ich eine alternde Gesellschaft auch mobil? Wie gesagt, ich habe ja eine Bahncard 100, bin halt privilegiert. Auf der einen Seite, andererseits fahre ich zu viel, das ist ein anderes Thema. Aber ich fahre trotzdem Fahrrad. Warum? Es macht viel mehr Spaß. Kopenhagen sind die Menschen gefragt worden, wieso fahrt ihr Fahrrad?
Die meisten haben erwartet, um Geld zu sparen, Umweltschutz zu betreiben, Klimaschutz. 85% haben gesagt, wir fahren Fahrrad, weil es Spaß macht. Und deswegen, und die werden nicht verschwinden, die werden weiter Fahrrad fahren. Also deswegen, das sind so manche Vorstellungen, wo ich sage, das passt mit den Daten, die wir als Verkehrsforscher haben, nicht zusammen. Viele diese Befürchtungen. Aber nochmal, der zentrale Punkt ist, ich möchte Transparenz und möchte Mitentscheidung haben der Menschen über einen Verkehr, der ihnen gehört. Ihnen ist mein Verkehr und nicht der der Stadt. Das ist der entscheidende Punkt. Dankeschön. Andreas, dein Stichwort. Fahrscheinlöser ÖPNV als Mittel der Bürgerbeteiligung? Ja, das wäre auch der erste Punkt, auf den ich eingehen wollte. Das ist mit Sicherheit ein entscheidender Punkt, der auch jetzt ja, gerade losgehen kann. Nämlich auf der Grundlage, was wir hier vorgelegt haben und natürlich auch in weiteren Veranstaltungen und auch in der Diskussion mit den anderen politischen Parteien. Es ist, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig, dass man das berücksichtigt und dass man das auch weiter verfolgt, dass diejenigen, die den Verkehr, die den ÖPNV nutzen wollen, eben auch noch viel in viel stärkerem Maße als bisher mit einbindet, damit er genauso begriffen wird. Nochmal, das ist wieder eine Schere im Kopf, die mich schon wieder ärgert. Wenn ich sage, einbinden, weg, einbinden und wegbinden, die sind auch eingebunden. Haben sie Einfluss? Das ist doch nicht der Punkt. Nee. Die Frage ist doch, ist mein Verkehr, ich möchte bestimmen, welchen Verkehr es gibt. So, dann frage ich Sie jetzt aber mal ganz konkret, jetzt muss ich mal nachfragen, wie? Indem ich eben auch, wie in der Schweiz, Volksentscheidung mache. Das genau. In der Schweiz kann man nur die Verfassung ändern, nicht die Gesetze und schon gar nicht die Finanzierung. Die ÖV, wenn ich einer Stadt wie Zürich eine ÖV machen will, muss ich eben finanzielle Beträge einsammeln und dafür werden Entscheide getroffen. Die U-Bahn ist nicht gebaut worden in Zürich, weil eben die Bürger dagegen gestimmt haben. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich sage einfach, wenn ich ÖV nutze, möchte ich wissen, auch was, wofür ich bezahle. Dass manche da Neuland sind, weiß ich auch. Aber eben nicht Einbindung. Ja. Nicht Einbindung. Ich möchte, dass die Bürger entscheiden, was wir kriegen. Also, Andreas, nicht Einbindung. Also die Bürger entscheiden. Bin ich auch mit einverstanden. Letzten Endes, glaube ich, sind wir da auch gar nicht so weit auseinander. Die Frage ist natürlich dann, okay, wie macht man es dann jetzt konkret? Und wie findet dann die Entscheidung der Bürger über ihren ÖPNV dann tatsächlich auch statt? Bei 2011 hätte ich natürlich gesagt, einfach Piraten wählen und dann wird alles gut. Inzwischen weiß ich auch, dass es natürlich so einfach nicht ist. Ich war letzte Woche gerade in der Schweiz, auch mit, ich sehe Kollegen mit dem Verkehrsausschuss, und genau dort wurde mir aber auch nochmal deutlich, mit was die eigentlich da so erfolgreich sind. Die bieten tatsächlich fantastischen Verkehr an, öffentlichen Verkehr, sind immer taktgenau, pünktlich und so weiter. Das funktioniert tatsächlich wie ein Uhrwerk. Jetzt, glaube ich, habe ich die Phrasen dann auch durch. Aber sie sagen selber von sich, sie verkaufen gar nicht Verkehr, haben sie berichtet, sondern sie verkaufen Lebensqualität. Das ist das, wie sie selber wahrgenommen werden wollen und wie sie tatsächlich auch von den Bürgern wahrgenommen werden, die das benutzen. Da ist eben tatsächlich auch bei den Autofahrern ganz klar, dass das Tram, wie es dort heißt, mit dem Trampiloten vorne, der das Tram fährt, dass das Tram immer Vorrang hat in der Schweiz. Ja. Auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwie auf einem Recht und ich könnte dann vielleicht, sondern da wird das, ist das einfach eine ganz andere Herangehensweise. Insofern, die Wahrnehmung und Beteiligung und alles ist da tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, wir können da viel von lernen. Und dann ein Punkt noch, gerade zur Angebotsverbesserung, Qualitätsverbesserung. Für mich bedeutet das eben, dass gerade durch einen fahrscheinfreien ÖPNV oder durch eine andere Finanzierung, es eben gerade in den Randbezirken, wo es jetzt eben im Prinzip aus meiner Sicht ein schlechtes Angebot gibt für jemanden. Das sind auch die Gebiete, gerade in Berlin, wo man dann eben am ehesten auf ein Auto umsteigt, weil man sagt, naja, bis ich dann zur Bushaltestelle gelaufen bin und so weiter, da ist es am einfachsten tatsächlich auch für eine Angebots- und Qualitätsverbesserung zu sorgen, indem man einen fahrscheinfreien ÖPNV anbietet, weil gerade dort natürlich viele Bereiche sind, die man auch mit Tram, mit dem Bus einfacher erschließen kann, als wenn man jetzt zum Beispiel komplett neue U-Bahn-Linien oder Ähnliches bauen müsste. Insofern, das ist für mich tatsächlich auch eine Chance, die sich bieten würde.
Ich würde jetzt kurz noch Herrn Maas zu einer bestimmten Frage zu Wort kommen lassen. Dann habe ich jetzt schon sehr gut, die Diskussion fängt an. Dann haben wir zwei Fragen von meiner Linken. Und zwar, was jetzt auch gerade kritisch angemerkt wurde, die Frage, ob sich im Modalsplit denn so viel ändert. Also und was sich ändert. Ich glaube, wir können, oder wir haben das vorher mal diskutiert, dass in Tallinn wohl weniger Leute vom Auto umgestiegen sind als vom Fahrradverkehr oder Fußgänger. Hat die Studie denn darüber eine Aussage getroffen, beziehungsweise sehen Sie das ähnlich? Haben Sie die Gefahren auch so mit angenommen, Herr Maas? Also grundsätzlich sehen wir es so wie Herr Friedrich, dass ein passionierter Fahrradfahrer sich nicht in den ÖPNV drängen lässt, nur sozusagen um ÖPNV zu fahren, sondern er wird das Fahrrad weiter nutzen. Ich möchte bequem und sozusagen so wie, ich habe andere Ziele, die ich verfolge, ich möchte möglichst schnell, möglichst bequem, möglichst gesund von A nach B kommen, und wenn das Fahrrad das Mittel der Wahl ist, dann wird es das auch in Zukunft bleiben. Deswegen glauben wir nicht, dass es irgendwelche Spaßfahrten auch geben wird, was ja auch immer irgendwie die Befürchtung sein wird, dass die Leute auf einmal anfangen, irgendwie sich in die Ring-S-Bahn zu setzen und nur noch im Kreis fahren. All das wird nicht passieren. Ja. Haben wir auch schon gemacht. Ja, okay. Kann man auch machen. Ist auf YouTube. Also deswegen, wir sind methodisch so vorgegangen, dass wir auch verschiedene Analogien gezogen haben. Wie verhalten sich die Inhaber beispielsweise auch von Zeitkarten, die Inhaber von 100%, also von Ganztagsabos? Wie ist es bei solchen Werbeaktionen, die es immer wieder gibt, wo Städte sagen, dieses Wochenende ist der ÖPNV umsonst oder auch mal mehrere Wochen hintereinander ist der ÖPNV umsonst? Wie verhalten sich, wie war das Verkehrsverhalten, nachdem das Semesterticket eingeführt wurde? Und all das hat uns eben zu dem Schluss veranlasst, dass es eine signifikante Steigerung geben wird, aber nicht eine Revolution, sondern dass es da im Umfang von ungefähr 15% war jetzt so das, wovon wir ausgegangen wird, tatsächlich eine Mehrnutzung geben wird vom ÖPNV. Am Ende wissen tut es keiner, aber wir glauben, dass wir methodisch, so sauber, wie man nur sauber vorgehen kann, versucht haben, das aus Analogien herauszuarbeiten. Jetzt haben wir zwei Fragen. Heidi, du zuerst. Was Sie gerade über den passionierten Radfahrer gesagt haben, trifft auf die passionierten Autofahrer genauso zu. Genau. Die verlassen ihr Auto auch nicht freiwillig und auch nicht, wenn sie umsonst den ÖPNV benutzen, aus ganz anderen Gründen das eigene Auto, weil sie ihre vier Wände haben, weil sie nicht neben anderen Menschen sitzen müssen, weil sie ihre eigene Musik spielen können. Also ich fahre nicht Auto, also ich habe das nur mir sagen lassen. Und im Vergleich zur Schweiz... In der S-Bahn spielen auch oft Leute ihre eigene Musik. Ja, heute geht das ja, stimmt, das ist gefährlich. Die Schweiz hat keine eigene Autoindustrie, das ist der Unterschied zu Deutschland, jetzt mal ganz grob gesagt. Das ist der erste andere Grund bei uns. Wir sind ein Autoland, bei uns werden 80% der Wege mit motorisierten Verkehrsmitteln mit dem Auto zurückgelegt, im Nah- und im Fernverkehr. Und da muss man erstmal harte Nüsse knacken, um das ändern zu können. Meine Frage war, jetzt habe ich gleich einen Kommentar gegeben, also ich denke, wenn es in Berlin so ist, dass man fahrscheinlos den ÖPNV nutzen kann, muss doch das Angebot ausgeweitet werden im ÖPNV. Das wird es ja so nicht leiten, das exakt. Haben Sie gesagt. Ja. Ist das in die Kosten, habe ich nicht aufgepasst? Okay. Nee, ich habe nicht alles durchgelesen. Herr Gittner hatte aber auch noch einen Beitrag. Ja, genau, also das mit der Schweiz wollte ich in ähnlicher Weise kommentieren. Die fehlende Autoindustrie hat dem Land eine ganz andere Mentalität beschert. Wir haben in Deutschland drei riesige Autokonzerne. VW gehört dem Land Niedersachsen oder umgekehrt, wie auch immer. Aber das hat eine ganz tiefe Verflechtung zwischen Autoindustrie, Verkehrspolitik und der großen Politik mit sich gebracht. Wir hatten einen Autokanzler namens Schröder. Und der hat natürlich einen Teufel getan und irgendwas gegen die Autoindustrie gemacht. Und diese Mentalität ist in Deutschland wirklich sehr stark verwurzelt. Wo wir hier alle sicherlich im Saal absolut d'accord sind, ist, dass das Tarifniveau in Berlin im Augenblick bereits nicht mehr sozial ist. Es ist vielmehr asozial. Es schließt Menschen von der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs aus, die sich das einfach nicht mehr leisten können.
Denn eine Monatskarte für 79,50 kann man sich nicht einfach mal so kaufen, speziell wenn man am unteren Rand des Einkommens dahin krebst, vielleicht noch überschuldet ist, aber eben noch kein Hartz IV bekommt und somit zum Anspruchskreis der Berlin-Ticket-S-Berechtigten gehört. Was mich ein bisschen in der Studie dann schockiert hat, und da wollte ich dann eine Frage stellen. Sie schreiben hier, das ist auf Seite 114, das ist so ein Berechnungsmodell, dass die Beitragshöhe für über 18-Jährige bei 42 bis 61 Euro liegen würde. Das ist ja von den aktuell gültigen 79 Euro gar nicht mehr so weit entfernt. Also da frage ich mich dann doch, wo ist denn dann der Vorteil? Können wir das splitten? Ich würde darauf gerne politisch kurz antworten und dann Herr Maas vielleicht. Genau, das wäre jetzt auch meine Überleitung gewesen. Also das eine ist die Frage, macht man fahrsteinlosen ÖPNV, damit es billiger wird oder vielleicht aus anderen Gründen? Und das andere ist halt die Frage, woher kommt die Zahl? Also Andreas, vielleicht fängst du mit dem politischen Teil an. Ja, also Verkehr, das wurde vorhin ja auch schon angesprochen, dass es kritisch gesehen wird, wenn man das vermischt mit Sozialpolitik. Allerdings gibt es bei uns tatsächlich ja auch die Überlegung, wie kommen wir dahin, dass sich diejenigen, die sich bisher den Verkehr so nicht mehr leisten können, in Zukunft das auch wieder können. Und wie finanzieren wir das dann auch? Weil die bisherige Forderung sozusagen tatsächlich an den politischen Verantwortlichen, die Regierung des Landes Berlin, zu sagen, ihr müsst den Verkehr besser ausstatten, ihr müsst die Preise senken, das hat ja bisher alles nicht zum Erfolg geführt. Also das Ergebnis sehen wir ja. Das heißt, man hat im Berlin-Ticket S, bezahlt man mehr, als man im ALG-2-Satz überhaupt für insgesamt Verkehr bekommt. Ja, das ist die Realität. Ja. Deswegen mag diese Zahl auch ohne Erläuterung tatsächlich erstmal überraschen. Es ist aber wichtig, dass wir sozusagen hier ein dreistufiges Modell sehen. Das heißt, alle bis 18 sind tatsächlich frei. Ab 18 bezahlt man den regulären Beitragssatz. Und das Entscheidende ist jetzt, dass ungefähr der ermäßigte Beitragssatz ungefähr ein Drittel aller Berliner betrifft. Und deswegen ist der andere Beitrag eben auch höher. Das bedeutet, dass zum Beispiel gerade die ALG-2-Empfänger hier mit einem Beitrag von 15 Euro dabei sind. Das vielleicht nochmal als Erläuterung zu diesem dreistufigen Modell und weshalb es da eben auch bei dieser Beispielrechnung erstmal diesen Unterschied gibt. Herr Maas. Ja, wobei Herr Baum das auch ja schon fachlich ganz hervorragend beantwortet hat, wie das zustande kommt. Also wir haben ja, Herr Waluga hatte das ja auch sozusagen hier jetzt nur andersweise darstellen können. In der Studie ist es noch deutlicher herausgearbeitet, wie wir vorgegangen sind. Also die Mehrbedarfe haben wir einbezogen, die zu finanzieren sind. Das sind alles Kosten, die zu decken sind. Insofern kommt man einfach zu einem Betrag, der umzulegen ist und der am Ende von irgendjemandem zu tragen ist. Und wenn man sagt, dann gibt es Leute, die zahlen gar nichts und es gibt Leute, die zahlen weniger, dann bleibt am Ende natürlich für diejenigen, die den vollen Beitrag zahlen, eine Summe, die höher ist. So, und da darf man jetzt auch nicht den Fehler machen und sagen, wenn ich jetzt bei den Gästen beispielsweise nicht 1,50 nehme, sondern ich nehme 3 Euro oder 5 Euro oder was auch immer, ja, dann kommen da sicherlich nochmal zusätzliche Beträge bei raus. Sie haben die Zahlen selber gesehen. Und das wirkt sich auch aus in der Höhe der Beiträge, die dann die Bürgerinnen zu tragen haben. Aber es ist mitnichten so, dass die Pendlerproblematik von uns nicht gesehen wäre und dass man sozusagen bei einer anderen Betrachtung zu deutlich geringeren Summen käme, sondern wir haben die Verkehrsströme betrachtet und deren Kosten, die von den Berlinern und Berlinerinnen und Berlinern induziert werden. Insofern glaube ich, also bin ich gerne bereit, darüber zu diskutieren und auch mit anderen Machbarkeitsstudien, die sich tief damit auseinandergesetzt haben, auch zu diskutieren über den einen oder anderen Betrag. Aber ich glaube, man kann es sich nicht so einfach machen und irgendwelche Zahlen in die Welt setzen und sagen, es wird ja viel günstiger. Ich möchte noch einen Satz anfügen. Ja. Wir haben, eins ist nämlich auch noch dabei, der Rad- und Fußverkehr, der hier eben auch entsprechend berücksichtigt ist. Mit Ausgaben. Ja. Mit Ausgaben. Und der sozusagen sich natürlich auch auf den Beitrag dann auswirkt. So, bevor ich die letzte Frage stelle, Herr Friedrich hat noch einen Beitrag. Wir haben vielleicht uns mal zu erinnern, woraus das Ganze gekommen ist. Es war ein Projekt in Tübingen. 50% weniger CO2 bis 2030. Und das war eines der Maßnahmen, dies zu erreichen, nämlich dieses Bürgerticket. Eines von vielen. Da war genauso Thema Fahrradverkehr, Fußverkehr, Pendlerverkehr, alles mit enthalten. Und das ist gleich das Problem, wenn man das
singulär betrachtet und nicht gleichzeitig die anderen Dinge, um eben auch das Thema Autoverkehr und Thema Radverkehr mit einzubinden, dann kommt man eben zu solchen etwas verkürzten Aussagen, weil natürlich, wenn ich nicht den Autoverkehr entsprechend auch negativ beeinflusse, habe ich natürlich keine Auswirkungen, keine großen Auswirkungen auf den Modellsplit. In Tübingen kamen die Modelle dann zu 30% mehr ÖV-Anteil. Das wäre jetzt auch genau meine... Das ist genau die zentrale Frage. Also ich kann ÖV nicht betrachten, als wäre er alleine in der Welt. Das haben wir auch nicht. Nein, ich wollte nur was sagen. Wir müssen logischerweise auch sagen, wir machen eine vernünftige Parkraumbeschaftung. Keine City-Maut, das ist ein anderes Thema. Aber wir bräuchten hier an der Stelle eben auch eine ganz klare, weitergehende Politik des Senats. Wir bräuchten einen Verkehrssenator, der das Wort auch verdient, um hier entsprechend auch voranzugehen. Denn wo ist das? Wir haben ja gute Konzepte. Stadtverkehr, möchte mal erinnern, wer den kennt, ist der beste Plan weltweit, den ich kenne. Wo ist die Umsetzung in den letzten 2 Jahren? Nichts mehr passiert. Ja, das ist völlig richtig. Die Autobahn wird halt durch den Bund bezahlt, der Beton, der da reingekippt wird durch den Prenzlauer Berg, und die U-Bahn, die neue, halt nicht. Aber Tempo 30 laut SPD-Beschluss. Aber das ist jetzt eine wunderbare Überleitung, weil es wäre jetzt meine Frage auch an das Publikum, das können ja auch die PodiumsteilnehmerInnen gerne mitbeantworten. Was tun wir also gegen die Autofahrer? Fahrradfahren. Mehr Fahrradfahren. Nein, ich polemisiere jetzt, Herr Dr. Fries. Sie dürfen das gerne noch relativieren. Die Frage ist ja, wie kriegen wir dann Leute dazu, vom Auto auf den ÖPNV oder aufs Fahrrad oder auf die Fußwege, die dann besser beleuchtet sind möglicherweise, umzusteigen? Und wie ändert sich dann darüber zum Beispiel auch unser Kostenanteil? Ja? Also Autoverkehr kostet ja auch also mehr als der ÖPNV, wie wir, ich glaube, auch alle hier im Raum wissen. Ich würde das für das Podium und das Publikum öffnen als Einstiegsfrage. Sie können aber auch gerne andere Dinge sagen, wenn Sie dieses Bedürfnis haben oder andere Fragen stellen. Ich würde um eins bitten, ich sehe die Wortmeldung, wir nehmen das auch auf. Erstens, ich versuche das zu quotieren. Das heißt, wenn ich eine nicht für mich offensichtlich männlich identifizierte Person sehe, die sich gemeldet hat, dann nehme ich die nach einer offensichtlich männlich identifizierten Person ran. So, das Zweite ist, wir wurden auch darum gebeten, es wäre ganz schön für den Raum und für uns, wenn es möglich ist, dass Sie aufstehen, während Sie Ihre Frage stellen. Gut, wir können aber mal, da hinten ist Peter Matuschek. Jetzt, nee, hast dich gemeldet, da musst du jetzt auch. Eine Frage wurde nicht beleuchtet, ich finde auch, dass die ganze Studie einfach zu kurzfristig ist. Ob ich von einem Auto umsteige, ist keine Frage, ob das morgen der Verkehr kostenlos ist, sondern die stellt sich dann, wenn ich das Auto ersetze. Das heißt, wenn wir eine durchschnittliche Lebensdauer von 9 Jahren haben, dann kann man wirkliche Effekte vielleicht frühestens nach Ablauf dieses Zeitraums feststellen. Da reicht mir eine Studie bis 2020 für nicht aus. Das erklärt auch die relativ geringen Effekte bei der Verkehrsverlagerung. Viele Radfahrer, viele Fußgänger, noch keine Autofahrer. Da müsste man einfach eine längere Studie machen. Sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde. Möchte jemand darauf antworten? Sieht das Podium das auch so? Alle nicken. Herr Waluga hat eine... Ja, dann fachlich bitte. Eine kurze Anmerkung. Intern haben wir natürlich bis 2030 gerechnet, aber aus Komplexitätsgründen, damit die Tabellen auch ein bisschen kleiner sind, haben wir uns auf das Jahr 2020 als sehbarer Zeitraum, absehbarer Zeitraum fokussiert. Genau, dann jetzt aber bitte Jutta Matuschek. Ja, vielen Dank. Zunächst mal Lob an die Piraten. Das ist ja nicht so häufig, dass eine Partei, die im Wahlkampf etwas verspricht, dann auch über 4 Jahre daran arbeitet, nämlich ein Konzept zu erstellen. Lob, ne? Hochachtung. Jetzt kommt's. Es ist natürlich jetzt im Moment ein bisschen politisch belastet, die Diskussion, und das macht es dann auch schwer. Und das nimmt dann auch teilweise so ein bisschen religiösen Charakter an, weil man gerne möchte,
dass ein kostenloser Nahverkehr funktioniert und natürlich ganz sicher ist, dass dann hunderttausende Leute das auch toll finden. Deswegen kann es ja gar nicht sein, dass der Gottesbeweis nicht erbracht werden könnte. Und deswegen wird dann eine Studie, das haben Sie nicht gemacht, Herr Maas, eine Studie, Ihre Studie hat richtigerweise ja nur gesagt, so könnte es theoretisch sein. Wie es denn praktisch sein müsste oder würde. Und die politische Situation haben Sie ja auch völlig ausgeklammert. Das hätten wir uns auch nicht leisten können. Ja. Das macht aber die Diskussion eben ein bisschen schwer. Ja. Richtig ist, und da sind wir uns alle einig sicherlich, dass ohne eine deutliche Angebotserweiterung, ohne eine Netzerweiterung, ohne eine Taktverdichtung, ohne eine Offensive für Bequemlichkeit, Pünktlichkeit, sichere Arbeitsplätze in Berlin, der Nahverkehr nicht besser werden wird. Ja. Also das fährt nicht von hinten auf Zäumen, sondern von vorne. Erst das Angebot erweitern und zwar massiv. Und dann wird man sicherlich auch die Fahrgasteffekte haben, die man vermutet, die durch einen fahrscheinlosen Verkehr entstehen. So was, als... Ja. War noch nicht fertig. Die Frage ist erstens, wie finanziert man die Angebotserweiterung? Übrigens aus klimapolitischen Gründen muss Berlin nicht nur 15%, sondern 30% mehr ÖPNV in den nächsten Jahren hinkriegen und schafft es nur über eine Angebotserweiterung. Und die Angebotserweiterung, die in der Studie unterstellt ist, ist ja eben finanziert durch diese den Nulltarif, den Fahrschein, die Fahrscheinlosigkeit. Das reicht aber bei weitem nicht für eine Angebotserweiterung aus klimapolitischen und auch aus Angebotsgründen. Und wie finanziert man dieses? Das ist doch die große Frage. Die Studie macht meiner Meinung nach ein deutliches Prä bei einer Steuerfinanzierung. Und da bin ich bei einer anderen Diskussion. Steuer Herr Maas oder sieht die Augenbrauen noch ja oben. Natürlich, wenn Sie zusätzliche Grunderwerbsteuern und steuerähnliche Einnahmen hinzuziehen, dann Beiträge. Ist Entschuldigung, ja. Wenn ich da kurz einhalten darf, aber also Beiträge sind, ist das, worauf wir, wo wir die Hauptfinanzierungsquelle sehen. Das, was an Steuern ist, ist sozusagen monetär im Vergleich zu den Beiträgen spielt das keine Rolle. Na gut, dann übersehe ich mal alles, wenn da drin steht in der Tabelle aus statistischen Gründen nicht berechenbar. Nochmal, eine Finanzierungsdiskussion im Nahverkehr ist bitter, bitter nötig. Und wir haben die Diskussion auf Bund- und Landesebenen, dass gerade aus den bisherigen steuerfinanzierten Instrumenten versucht wird, auszusteigen oder sie relativ zu senken. Das ist die große Gefahr. Und wenn man dann aufmacht, eine Diskussion, die heißt, naja, das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis, und das macht ja Herr Baum, ich weiß ja, wie demütigend und deprimierend Verkehrspolitik sein kann in Berlin. Ne? Dann glaub, zu sagen, gut, wir oder? Machen jetzt ein neues Modell auf, nämlich über Beitragsfinanzierung, dann spielt man natürlich denjenigen in die Hände, die aussteigen wollen aus Steuerfinanzierungsmitteln, die da heißen Regionalisierungsmittel, Entflechtungsmittel, GVFG und Sonstiges. Und das ist die politische Gefahr. Ist eine politisch hochgradige Gefahr und macht, glaube ich, eigentlich deutlich, dass es darum geht, über Steuerfinanzierung für den Nahverkehr, für die Allgemeinheit, auch aus klimapolitischen Gründen, anders zu diskutieren, als es bisher ist. Dass es in Berlin so traurig ist, wie es ist, kann doch nicht der Grund sein, dass man sagt, na dann suchen wir uns andere Finanzierungsmittel. Wir haben Finanzierungsinstrumente, die werden falsch eingesetzt. Und damit mache ich auch Schluss. Dankeschön. Also ich höre hier Wortbeiträge unartikuliert. Okay, wer jetzt, Herr Maas war lauter in meinem rechten Ohr, dann Herr Giebner. Um das nochmal klarzustellen, wir haben ja unterstellt, dass die bisherige steuerfinanzierte Grundfinanzierung des ÖPNV weiterläuft und auch sogar noch proportional zum Anstieg des ÖPNV auch ausgebaut wird. Deswegen, ich wollte nur sagen, weil Sie gesagt haben, wir dürfen, ich habe Ihr Plädoyer so verstanden, pro Steuerfinanzierung und man dürfe jetzt nicht umsteigen auf Beitragsfinanzierung. Deswegen wollte ich nur klarstellen, dass das, was wir als Beitragsfinanzierung gerechnet haben, substituiert die Fahrgelderlöse. Es substituiert nicht die steuergenerierte Subventionierung des ÖPNV. Okay, Herr Giebner hat, glaube ich, noch eine andere Meinung.
Einen anderen Aspekt, ja. Weil Jutta Matuszek sprach ja eben auch den Stichpunkt Angebotsausweitung an. Wir haben auf einer Veranstaltung, die von der BVG vor einiger Zeit durchgeführt wurde, das war so ein internes Treffen, eine schöne Grafik gesehen, auf der die Haltestellen in Berlin aufgezeichnet waren, bei denen es zu 100% Meldungen im Busverkehr gekommen ist. Das heißt, Haltestellen, an denen Fahrgäste standen, die nicht mehr mitbekommen sind, weil der Bus voll war. Das war auffällig, dass diese Haltestellen im Westteil besonders viel sind, im Ostteil dagegen relativ wenige 100% Meldungen im Busverkehr. Was ist die Antwort darauf? Wir brauchen mehr Straßenbahn in Berlin. Wir müssen endlich dazu kommen, dass den Lippenbekenntnissen und den kleingezeichneten Plänen in Senatsschubladen endlich realisierbare, vernünftige Pläne folgen, die auch in zeitnahen, also in nahen Zeiträumen umgesetzt sind. Das heißt, die wichtigen Achsen, gerade in den Westberliner Innenstadtbezirken, die seit den 60er Jahren ohne Straßenbahn sind, die müssen wieder leistungsfähige Strecken bekommen. Denn die Busse, die jetzt fahren, werden mit dem Fahrgastaufkommen, das jetzt vorhanden ist, schon nicht mehr fertig. Und wenn wie auch immer noch ein Angebotsausgeweitung kommen soll, dann brauchen wir die Straßenbahn in ganz Berlin. Und das ist auch eine politische Grundsatzentscheidung, die endlich getroffen werden muss. Also ich wohne in Wilmersdorf, ich finde das einen guten Vorschlag. Ich brauche auch eine Straßenbahn vor der Haustür. Straßenbauen bauen dauert ziemlich lange. Ja. Ich möchte allen mal empfehlen, sich dem Thema Bus Rapid Transport zu nähern. Ich weiß nicht, wer das kennt. Bus Rapid Transport. In vielen Ländern gibt es sowas, nur in Deutschland nicht. Schnellbussysteme, die hocheffizient, hochleistungsfähig sind. In Guangzhou hat der Busverkehr höhere Leistungsfähigkeit als die U-Bahn in Peking und die hat eine hohe Leistungsfähigkeit. Ich möchte einen anderen Punkt nochmal herbeiführen. Es gibt zwei Untersuchungen von Herrn Breuk und von Becker. In keinem Bereich der Politik ist der Unterschied so groß zwischen dem, was Politiker glauben, was die Bürger von ihnen wollen und was Bürger von den Politikern wollen, wie im Verkehrsbereich. Und glaube, das ist ein Punkt, auf den ich nochmal hinweisen will. Fragen wir die Bürger, was sie haben wollen und sie sind auch bereit, mehr zu zahlen dann, wenn sie ein vernünftiges Angebot bekommen. Das ist doch die Frage. Nicht, dass wir entscheiden, wer entscheidet eigentlich. Berlin, die Mehrheit der Leute haben kein Auto. Die Minderheit hat ein Auto, aber die entscheidet, was hier gemacht wird in Berlin. Und das ist die Frage eben. Guter Aspekt. Ja. Ein bisschen mehr als der Satz, der mir versprochen wurde. Aber ich gebe noch kurz den Hinweis. Es haben sich jetzt sehr viele Leute gemeldet. Sie werden nicht alle zu Wort kommen. Das steht schon fest. Mir wurde von der Orga gesagt, ich habe noch 20 Minuten. Deswegen jeder Satz, den Sie weglassen können, der gehört dann einem anderen Mitdiskutanten. Bitte schön. Ja, ich lasse doch einiges weg. Nur ein Punkt. Als ich gekommen bin, habe ich gelesen, fahrscheinlos, dachte mir, gibt keine Fahrscheine. Ah, dann werden die ganzen Fahrscheindrucken, das ganze Fahrscheinwesen, die Kontrolleure, wird alles gespart. Da geht also der Etat erstmal um 15-20% runter. Aber jetzt, als ich hier war, habe ich nicht ein einziges Sterbenswörtchen gehört. Die Touristen, die kommen, die kriegen dann vom Hotel ihren Schein. Den zeigen sie dann vor, muss ja kontrolliert werden, sonst hat das Ganze ja gar keinen Sinn. Auch alle anderen, wenn es jetzt beispielsweise differenziert wird zwischen Stoßverkehr und außerhalb, dann muss der zumindest in dem einen kontrolliert werden. Da bin ich etwas sehr verwundert, da würde ich gerne mal was drüber hören. Aber danke für die Frage, das können wir gerne noch mal klären, Herr Maas. Ja. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer vielleicht, dass auch, wenn es so komprimiert dargestellt wird, dass die Differenzierung, die wir da gemacht haben, auch so wahrzunehmen. Also wir haben jetzt zwei Modelle innerhalb des Beitragssystems dargestellt. Das eine ist das, was mit Tickets arbeitet. Darauf würde Ihre Kritik zutreffen. Das zweite ist, und das war die letzte Tabelle, die ich in meiner Präsentation vorgestellt habe, das ist sozusagen ein gänzlich ticketfreies Beitragssystem. Also da ist der individuelle Sondervorteil nicht die Fahrtberechtigung, die der Einzelne bekommt, sondern ich erhebe Beiträge alleine
für die Tatsache, dass der ÖPNV da ist, von allen Einwohnern und von weiteren Nutzergruppen. Und diese, lassen Sie mich das kurz zu Ende bringen, und diese Einnahmen verwende ich dazu, den ÖPNV so weit sozusagen zu subventionieren, dass keine Fahrgelderlöse mehr notwendig sind. Also wir haben Ihre Forderung bereits erfüllt, das ist so eigentlich das Beste, was man machen kann. Haben Sie eine Zahl, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, was man spart innerhalb der BVG und VBB? Also es gibt die Zahlen nicht konkret, aber in der Studie wurde geschätzt, aufgrund von Annahmen, die man, oder von Grundlagen, die man hat, dass es ungefähr 50 Millionen Euro sind. Wenn man das Personal nicht dann zur Sicherung der Bahnsteige benutzt. Genau, also wenn man sozusagen den Ticketvertrieb in der jetzigen Form einstellt. Okay, ich bitte nochmal alle, sich zu melden, damit ich niemanden vergesse, zumindest bei der Auswahl. ich behalte mir vor, zunächst mal da hinten den jungen Mann, der hatte sich relativ früh, Sie unterhalten sich ja eh, das heißt, einer von Ihnen beiden kann sicherlich die Frage für beide stellen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ronny Friedrich, Stadtvorsitzender der Stadt König Wusterhausen. Wurde ja schon benannt, finde ich super. Ich habe gleich mehrere Fragen. Also ich bin Pendler, ich fahre von König Wusterhausen jeden Früh nach Berlin. Wie genau ist es da geregelt? Also ich habe es bisher nicht richtig verstanden. Tut mir leid. Also, können wir versuchen aufzuklären. Gute Frage. Er möchte anschließen. Na gut, dann ganz schnell, aber ganz kurz eine Frage. Ja, ich bin auch Brandenburger aus Cottbus, also weit weg am Rand. Berlin ist ja nun die Zentrale des Verkehrsverbundes. Wenn das umgesetzt wird, dann wird das hier in Berlin noch alles viel besser werden, insbesondere wenn Herr Tischmanns Kritik aufgenommen wird, wir einen Bürgerverkehr haben, dann wird das alles ganz toll und Brandenburg wird abgehängt. Was passiert, um Gottes Willen? In Brandenburg dafür, dass es auch gut wird. Brandenburg wird nicht abgehängt, nicht durch Berlin. Wer möchte antworten? Dann Herr Maas, bitteschön. Ja, also es gibt natürlich das politische Problem, dass das Abgeordnetenhaus in Berlin natürlich nur über Berlin bestimmen kann. Deswegen wäre das Beste in der Tat, wenn man verbundweit, da stimme ich Herrn Friedrich auch vollkommen zu, eine Lösung findet und parallel auch in Brandenburg ein entsprechendes System einführt. Wenn man das nicht tut, um Ihre Frage zu beantworten, dann wären Sie in dem ersten System, was das Bürgerticketsystem ist, müssten Sie weiterhin ganz normal wie bisher Ticket lösen als Brandenburger, weil Sie nicht beitragspflichtig sind und nur diejenigen, die einen Beitrag bezahlen, bekommen ein Ticket. Wenn Sie hingegen die zweite Lösung, wenn die implementiert würde, also wo sprich sozusagen aus dem Kreis der Berliner Zahlungspflichtigen ein so hohes Beitragsvolumen generiert würde, dass man quasi die Fahrpreise allgemein auf null senkt, dann würde ab der Berliner Landesgrenze dementsprechend auch für andere, also für, auch für Sie in dem Fall, dann der die Möglichkeit der kostenfreien Nutzung des ÖPNV gelten. Da das erkennbar ungerecht ist, dass sozusagen nur die Berliner das bezahlen, muss eine Lösung gefunden werden. Das müsste eine Verhandlungslösung sein zwischen Brandenburg und Berlin, dass natürlich auch die Umlandkreise dementsprechend sich an einer Finanzierung beteiligen, damit man nicht zu solchen Ungerechtigkeiten kommt, die ab einem bestimmten Punkt möglicherweise auch rechtlich durchschlagen können, weil natürlich hat das auch alles eine rechtliche Relevanz, wenn einer für andere bezahlt. Darf ich da kurz noch was anfügen? Letzten Endes ist es aber auch, kann man darauf aufsetzen, was es jetzt schon gibt, weil es gibt ja inzwischen, oder es gibt ja den VBB, da gibt es ja auch Verhandlungen darüber, wie die Einnahmeaufteilung auch jetzt schon stattfindet. Das heißt also, wenn ich ein Ticket in König Wusterhausen kaufe, dann bekommt eben nicht nur der Verkehrsbetrieb, der in König Wusterhausen das Ticket verkauft hat, Geld, sondern auch die anderen. Und darauf würde dann so etwas dann natürlich auch aufsetzen müssen. Okay. Also man muss an der Stelle nicht alles neu erfinden. Okay. Immer fleißig melden zwischen den Redebeiträgen, damit ich es im Blick behalte. Zunächst mal Kollege Wolf. Ja, erstmal auch von meiner Seite aus besten Dank für diese Studie, weil ich glaube, das liefert viel Material für die Diskussion und für die Weiterentwicklung des Konzepts, auch wenn man im Detail über viele Punkte diskutieren muss, ist völlig klar. Ich glaube, die Schlüsselfrage, über die man sich im Klaren sein muss, ist, dass über die Angebotsausweitung eine Vorleistung erbracht werden muss. Und nicht nur über die Angebotsausweisung, sondern insgesamt auch über die neue räumliche Verteilung innerhalb der Verkehrsinfrastruktur und des Straßenraums. Diese Vorleistung muss erbracht werden, wenn man
einen fahrscheinlosen oder über solidarisch finanziertes Bürgerticket einführen will. Und da muss man sich über die Zeiträume im Klaren sein. Wir reden über ein Projekt, das letztendlich über zwei Legislaturperioden angelegt ist und das in eine langfristige Strategie eingebettet sein muss. Entsprechend Angebotsausweitung, dazu müssen die Finanzquellen etabliert werden. Ich bin der Meinung, einerseits muss der Steueranteil des Landes erweitert werden. Das ist jetzt schon der Fall, weil die Notwendigkeiten der Investitionen bei der BVG sind schon angesprochen worden. Zum Zweiten müssen wir darüber nachdenken, dass wir zusätzliche Finanzierungsquellen entwickeln. Darüber hinaus für die Angebotsausweitung, wir von Seiten der Linken sind darüber am Nachdenken, ob das nicht die Infrastrukturabgabe von Unternehmen, die von der Erschließungskunst durch den öffentlichen Personennahverkehr profitieren. Damit würde man erstmal nicht die breite Bevölkerung belasten, sondern könnte die Angebotsausweitung finanzieren und im letzten Schritt dann die Einführung des Bürgerticks über eine solidarische Finanzierung und darüber auch die Möglichkeit der entsprechenden Absenkung der Kosten für die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs. Ich glaube, in diesen Dimensionen muss man es diskutieren. Und dann hat man auch nicht diese falsche Entgegensetzung, Nulltarif und Angebotsausweitung und die Frage Kannibalisierung, sondern wenn das in eine Gesamtstrategie eingeordnet ist, glaube ich, macht es Sinn. Aber das muss wirklich klar sein und das muss dann auch langfristig politisch etabliert werden über entsprechende Beschlüsse. Zum Beispiel über einen Volksentscheid und ein Gesetz. Zum Beispiel über einen Volksentscheid, genau. Wenn es, ist ja auch geübte Praxis in Berlin, wenn es die Politik nicht macht, dann machen es die BürgerInnen selbst. Kurz da vorne. Ich würde aber noch mal ans Podium, die junge Dame hier vorne, nein. Dankeschön. Kurz aber noch mal ans Podium geben und zwar vielleicht noch mal zur Klarstellung, ich habe es auch nicht, ich habe die Studie nicht gelesen, ja, kurzer Disclaimer. Wir haben ja auch, oder Sie haben ja auch mit einbezogen, dass Arbeitgeber über Arbeitgeberbeiträge beziehungsweise über die Idee, dass auch die Zielstationen der Pendlerinnen und Pendler was beitragen sollen. Wie soll das genau funktionieren? Ist es vielleicht so etwas Ähnliches, wie der Kollege Wolf meint? Ich weiß, dass da auch über Erschließungsbeiträge oder Unternehmensbeiträge geredet wurde bei den Linken. Also da kann man jetzt wirklich, könnte man jetzt sehr viel zu sagen, weil es natürlich die unterschiedlichsten Wege gibt, Beiträge und Abgaben auch zu erhöhen. Nur so viel in dem sozusagen allgemeinen Beitragsmodell, was sozusagen auf dem Gedanken der Erschließung basiert. Da würden selbstverständlich auch Unternehmen entsprechend ihres Verursachungsbeitrages für den ÖPNV mit in die Beitragspflicht herangezogen werden. Was aber schwierig ist im deutschen Rechtssystem, weil wir das auch mal wieder gefragt werden, ist so etwas, wie es in Frankreich gibt, die Versement Transport, wo eben die Arbeitgeber explizit herangezogen werden zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs und das könnte, die gleiche Problematik könnte sozusagen auch bei einer Infrastruktur, die explizit in Richtung Unternehmen gemünzt ist, entstehen, dass das eine Sonderabgabe ist, die im, nach deutschem Finanzverfassungsrecht eben nur unter engen Voraussetzungen möglich ist einzuführen. Deswegen, wir haben in Deutschland erstmal grundsätzlich das System, dass öffentliche Aufgaben über Steuern zu finanzieren sind und wenn ich eine besondere Gruppe heranziehen will für eine, zur Finanzierung einer besonderen Aufgabe, dann geht das nur, wenn diese Gruppe eine ganz besondere Verantwortung auch dafür hat. Und da ist natürlich die Frage, wenn auch der Berufsverkehr sicherlich einen gewissen Anteil auch hat am ÖPNV, aber ist es jedenfalls nicht so, dass man primär sagen würde, der ÖPNV dient jetzt erstmal nur der Gruppe der Arbeitgeber oder der Unternehmen, sondern es sind ganz viele, die davon profitieren. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, ich greife mir jetzt eine Gruppe raus und nehme nur die und lege da eine Abgabe drauf. Also so wie es in Frankreich gemacht ist, das würde finanzverfassungsrechtlich in Deutschland definitiv nicht gehen. Okay, danke für die Klarstellung. Bleibt die Frage, wie man die Angebotserweiterung dann finanzieren will. Ich habe vom VCD noch in Erinnerung, dass der das mit der Steuerfinanzierung kritisch sieht, weil es die Haushalte zu sehr belastet. Oder sehe ich das falsch? Heidi? Ja. Meinst du reine Steuerfinanzierung? Ja. Woher soll es kommen? Das Geld kann man ja nicht vermehren. Und wenn man keine Abgabe kassiert oder keine Umlage, dann steht die Kommune ja in Konkurrenz zum Kindertagesstättenbau, zu Asylbewerberunterbringung und Schulen. Und wie soll die Kommune das denn machen? Und dann der Verkehr, also ich weiß das von den Grünen, die haben mal eine Umfrage gemacht vom Wahlkampf, also nicht in Berlin, sondern bundesweit, welche 10 Projekte sind Ihnen am wichtigsten? Und die Mobilität kam an 10. Stelle. Erst kommt, ich brauche ein Dach über dem Kopf, ich muss was zu essen haben und so weiter und so weiter. Dann machen wir uns nichts vor. Also wenn man steuerfinanziert, ist die Konkurrenz viel zu groß. Okay, dann haben wir hier vorne eine Wortmeldung. Ja, ich habe eine Frage.
Nämlich, es wurde ja auch angesprochen, ich glaube von Herrn Friedrich, dass Zahlen von Verkehrsbetrieben schwer zu bekommen sind. Und ich denke gerade, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil wenn man Informationen hätte, die die meisten Verkehrsbetriebe vermutlich besitzen, nämlich über die Auslastung der Linien, über die Erlöse, über was auch immer, ist man schon ein ganzes Stück weiter dabei, sich zu überlegen, wo man was verbessern kann, wie man das Angebot verbessern kann. Ich stelle mir auch vor, an vielen Stellen ist die Kostenstruktur bestimmt auch nicht optimal. Mhm. Haben Sie einen Vorschlag, wie man die Verkehrsbetriebe irgendwie dazu kriegen kann, dass sie das auf jeden Fall müssen oder dass man an Zahlen rankommt, sodass einfach nur, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Dinge auch einfach schon dadurch offenbar werden, dass die Zahlen eben bekannt werden. Ich hätte auch ein paar Vorschläge, aber Herr Dr. Friedrich, bitteschön. Die Fragen stellen sich juristisch, ob Betriebe, die in öffentlicher Hand sind, nicht auskunftspflichtig sind. Wir lassen das juristisch prüfen gerade. An einem Thema Ausschreibung, was ja auch so ein Thema ist. Sind Sie nicht im Übrigen, kann ich Ihnen sagen. Halt, wir prüfen gerade über Ausschreibung. Die haben gerade eine Ausschreibung in Baden-Württemberg, die wir gerade prüfen, ob die nicht veröffentlicht werden muss. Unser Jurist ist ziemlich sicher, dass es sein muss. Also es ist eine spannende Frage, es gibt bisher kein Urteil und deswegen gucken wir uns mal an. Ja, mal gucken. Aber es ist auch die Frage der Politik gefordert. Wer ist der Eigentümer dieses Unternehmens? Wir. Nicht der Senat. Das sage ich nochmal, wir müssten alle fordern, wir gemeinsam, wir möchten diese Zahlen sehen. Es kann nicht sein, dass die Bürger dafür keine Auskunft bekommen, aus meiner demokratischen Sicht. Okay, ja, das sehe ich auch so. Ein Hinweis vielleicht von mir noch, ich habe Sie gesehen, ansonsten nochmal kurz die Hände hoch. Wo ist das Mikro gerade? Wer hat's? Ah, da. Okay, dann jemand nochmal aus den hinteren Reihen, jemand. Da, am Tisch. Schon länger gemeldet. Dankeschön. Kein Moment. Ein Hinweis vielleicht noch. Es gibt etwas grundgesetzlich Festgeschriebenes, das nennt sich der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Mhm. Man muss auch mal darüber nachdenken, dass möglicherweise weniger Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse involviert sind bei den Betriebsgesellschaften, wenn man einen solidarisch und umlagenfinanzierten ÖPNV hat. Das heißt, die Möglichkeit, sich mit den eigenen Rechten vor der Öffentlichkeit zu verstecken, nimmt auch dadurch ab. Also vielleicht so ein bisschen Katze beißt sich selbst in den Schwanz Problem, aber das kann auch helfen, ja? Also sich mehr Steuerungsmöglichkeiten zurückzuholen über eben die Möglichkeit, sich mehr Informationen zu holen. Ansonsten ist es tatsächlich trotz der öffentlichen Eigentümerschaft von Betrieben sehr schwer, bestimmte Informationen zu bekommen, das ist richtig. Ja, Arthur Frenzel, mein Name, ebenfalls vom Berliner Fahrgastverband. Ich würde das, was Herr Friedrich sagt, aber noch ausweiten wollen, auch wenn es Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gibt. Auch die Steuerfinanzierung, da ist es ja so, dass wir als Bürger alle dafür bezahlen. Wir bezahlen ja auch jetzt schon, wo es kein Bürgerticket und keinen fahrscheinlosen Verkehr gibt. Und in dem Fall ist es so, dass da, wo Subventionen, wie Herr Maas dazu sagt, reinfließen aus unseren Geldern, dann möchte ich als Bürger schon auch wissen, und das gehört mit zur Grundlage, damit ich demokratisch mitbestimmen kann, damit sowas wie von der Schweiz hier vorgeschwärmt wurde, da gehört dazu, dass ich auch weiß, wie viel bezahlt der Berliner Senat jährlich an die BVG und genau wofür, was hat er bestellt und auch was hat er nicht bekommen, wo hat die BVG vielleicht nicht gefahren, wo sie hätte fahren sollen. Ja. Und dass, wenn diese Zahlen sozusagen da liegen, dann kann ich auch qualifiziert mitreden. Ansonsten passiert uns nämlich sowas, wie es in manchen Fällen ist, wo irgendwelche Zeitungen mit großen Buchstaben eine Stimmungsmache machen, weil sie schöne Anzeigen von Autoindustrie kriegen und da sind wir wieder beim Thema und dann sagen, ach naja, das wollen wir doch nicht, das ist nur zu teuer. Also da muss man ein bisschen aufpassen, die Zahlen müssen wirklich auf den Tisch, egal ob fahrscheinlos oder nicht. Vielen Dank, da rennen Sie bei mir offene Türen ein und bei meiner Fraktion auch, deswegen gebe ich mal, weil mich das auch tatsächlich interessiert, wie viel wissen wir denn eigentlich, Andreas? Ich meine, du schreibst ja kleine Anfragen. Zum Beispiel. Wissen wir, wie viel Geld, können wir das öffentlich machen, wie viel Geld aus welchem Topf in die BVG, in den VBB fließt und wo das eingesetzt wird? Ich weiß es nicht und das ist immer die eine Sache, sozusagen die Möglichkeiten oder die Rechte, die man hat und das, was dann wirklich auch kommt. Also es ist sehr schwierig oder herausfordernd, das weißt du auch, gerade bei schriftlichen Anfragen die Fragen so zu stellen, dass dann tatsächlich auch eine passende oder fundierte Antwort mit dem, was man eigentlich erwartet und sich wünscht, dann zurückkommt. Mhm. Das ist eine Kunst. Diese Aufteilung ist aber mir nicht bekannt.
Und es ist natürlich, wäre natürlich wünschenswert, das zu wissen. Allerdings ja, ist ja auch bekannt, wieso und weshalb natürlich die Verkehrsunternehmen das jetzt nicht sozusagen vorne auf ihre Webseite oder wo auch immer draufschreiben. Im Grunde muss man natürlich darüber nachdenken, wie geht man damit um. Ich bin sofort dabei, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, natürlich auch solche Zahlen an die Öffentlichkeit zu bekommen. Okay, dann haben wir die Wortmeldung da vorne. Ja, guten Abend. Mein Name ist Susanne Kloth. Ich komme vom Berliner S-Bahn-Tisch und wollte vielleicht drei Sachen anmerken, und zwar gerade zu der Diskussion zur Offenlegung der Verträge, wäre das ja in dem Fall, ne, der Verkehrsverträge. Das haben wir damals, als wir ein Volksbegehren auf den Weg gebracht haben gegen die Ausschreibung der Berliner S-Bahn und gegen die Privatisierung. Da war eine Forderung von uns damals die Offenlegung der Verträge. Das war ziemlich schwer, aber es hat letztendlich geklappt. Da wurde auch immer ins Feld geführt, ne? Also das handelt sich ja dann auch um Betriebsgeheimnisse etc. pp. Also ich denke, das ist grundlegend, wenn wir zahlen als Steuerzahler oder auch als Verkehrsteilnehmer, müssen wir wissen, wie es in dem Unternehmen aussieht und wie die Verträge gestaltet sind. Das ist das eine. Dann vielleicht noch das nächste. Es wurde ja hier schon von Herrn Wolf und von verschiedenen anderen über die Angebotserweiterung gesprochen. Ich denke, wir wären schon froh. Also ich wohne auch im Westteil der Stadt, allerdings im Außenbezirk. Also ich wäre schon froh, wenn ich mal nicht das Fahrrad, meistens nehme ich das Fahrrad, aber wenn ich mal es eilig habe, dann muss ich eben auch auf öffentliche umsteigen. Und dann wäre ich schon froh, wenn das Verkehrsangebot, was es gibt, auch wirklich existent wäre. Ja, also wenn man dann im Außenbezirk wohnt und die Busse fahren alle 20 Minuten und es stellt sich aber heraus, dass sie eventuell nur 40 Minuten fahren oder auch vielleicht mal 60. Ne? Und das ist eigentlich so täglich der Fall zu verschiedenen Zeiten. Und über die S-Bahn, von der S-Bahn wissen wir alle, wie es da aussieht. Ja, also wenn man in verschiedenen Haltestellen oder Bahnhöfen steht, wie oft denn die S1 oder Ring oder weiß ich was ausfällt. Also ich denke, bevor wir ein Angebot erweitern, denke ich, machen wir doch erstmal das Angebot, was wir haben, sicher und auch zuverlässig und berechenbar. Und dann vielleicht noch das Letzte. Es geht ja immer um die Finanzierung. Und ein Aspekt damals bei uns beim Kampf für die Berliner S-Bahn war ein ganz wichtiger Aspekt, dass eben die Gewinne, dass ein Verkehrsunternehmen ja nicht gewinnorientiert sein soll, sondern eben im Rahmen der Daseinsvorsorge eben die Einnahmen dazu nutzen sollte, eben die Infrastruktur aufrechtzuerhalten und die Einnahmen eben in die Infrastruktur zu stecken. Und leider ist es ja heute so, also wir sehen es ja besonders bei der S-Bahn, wenn man sich eben börsenorientiert sozusagen bewegt, ja, und es auf Gewinne ankommt, dann kann man natürlich, viele Einnahmen werden dann eben nicht mehr in die Infrastruktur gesteckt, was natürlich entsprechend marode Schienen, Gleise etc. Züge zur Folge hat. Okay, vielen Dank. Ich wollte eigentlich noch jemanden dran nehmen. Der Beitrag war jetzt dann aber, hat mir meiner letzten Fragezeit beraubt. Ich möchte dem Podium nochmal die Möglichkeit geben, jedem Einzelnen, jeder Einzelne einen Schlusssatz zu sagen. Was nimmt man mit? Wie machen wir jetzt weiter? Bleibt alles beim Alten und wir warten, bis die nächste Fraktion eine Studie rausgibt? Oder Heidi, was machen wir? Ich wollte Jutta Matuschek noch mal zitieren und auch bestärken. Schade, jetzt ist sie gerade weg, aber ich sage es trotzdem noch mal. Wird aufgezeigt. Also wir als VCD haben auch eine Finanzierungsstudie in Auftrag gegeben, nicht nur auf Berlin bezogen, sondern bundesweit. Ich arbeite ja für den Bundesverband, für alle Kommunen ein eigenes Finanzierungsinstrument, um das Angebot im ÖPNV zu verbessern. Bei allen diesen neuen Modellen, auch bei der Diskussion um den Nulltarif im ÖPNV, müssen wir immer als Erstes sagen, die Finanzströme, wie sie jetzt von der Bundesebene kommen, dürfen nicht weniger werden. Das muss man immer als Erstes sagen. Das hat Jutta gerade gesagt. Also nicht, dass der Bund sich aus der Finanzierung des ÖPNV zurückzieht. Das ist die große Gefahr. Deswegen immer erst diesen Satz vorausschicken. Vielen Dank. Dann Matthias Gibner. Ja, jeder muss hier. Die Diskussion hat gezeigt, dass es in der Stadt doch ein relativ breites politisches Bündnis dafür gibt, dass erstens der öffentliche Verkehr verbessert und ausgebaut wird und dass es auch einen Konsens gibt, dass das Tarifsystem, was wir im Augenblick haben, nicht mehr so weiterentwickelt werden kann, sondern dass man zu etwas Neuem kommen muss.
da denke ich, haben wir hier viele gute Ideen gehört und wir wissen also auch, dass die Leute, die das fordern, nicht alleine stehen. Wie die politische Macht aussieht, um diese Ziele auch umzusetzen, das ist dann eine ganz andere Frage, die dann auch bei den nächsten Abgeordnetenhauswahlen wieder neu verhandelt wird. Und meine Befürchtung ist natürlich, dass wieder ähnliche Ergebnisse rauskommen wie vor 4 Jahren. Und von den beiden großen Parteien, die im Augenblick im Senat die Mehrheit haben oder den Senat stellen, wissen wir leider, dass die Lippenbekenntnisse zwar groß sind, aber am Ende für den Autoverkehr vor allen Dingen gedacht wird. Und da müssen wir alle gemeinsam irgendwie etwas dagegen tun. Vielen Dank. Herr Dr. Friedrich. In Osnabrück leben wir die glücklichsten Menschen laut Umfragen. Der Senat, die Stadtverordnetenversammlung hat gerade beschlossen, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen für ein Bürgerticket. Für 100.000 Euro. Doch beschlossen. Beschlossen. Wie es gemacht wird, ist die Frage. Hat es beschlossen, habe ich gesagt. Unter Einbeziehung der Stadtwerke. Dass es alles mühsam ist, aber es wird auch eine Frage, ob man nicht im Senat den Senat mal fragt, ob die BVG nicht beauftragt werden kann, eine solche Studie durchzuführen. Ich weiß, dass es mühsam ist und was also alles. Ich hab Frau Nikutta schon gefragt, sie hat keine Lust. Ob eine Leiterin eines solchen Betriebes nach Lustprinzipien arbeitet oder nach Anforderungen der Politik, wäre eine Frage, die man klären müsste. Ja. Vielen Dank. Herr Maas, würden Sie es nochmal machen? Ich glaube, wir haben mit dieser Studie, jedenfalls war das unsere Intention, versucht der Diskussion, die dringend notwendig ist, über die Zukunft der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin eine neue Grundlage zu geben, dass wir hier die Diskussion zwischen den Parteien, die hier sehr lebhaft ist, was ich sehr begrüße, dass wir hier auf einer neuen, nicht nur rechtlichen, sondern auch fachlich fundierten Basis diese Diskussion voranbringen können. Ich glaube, das ist dringend notwendig, dass wir auch deutschlandweit über neue Finanzierungsinstrumente für die Kommunen sprechen. Da haben Sie völlig recht, die Nöte sind so groß, dass wir im Ernst gar nicht in vielen Städten darüber nachdenken, wie können wir das Angebot ausweiten, sondern wie können wir es überhaupt schaffen, das bestehende Angebot zu halten. Insofern brauchen wir diese neuen Instrumente. Und mich freut es, wenn wir hier so eine breite Resonanz finden, dass wir da vielleicht ein paar Instrumente entwickelt haben, über die es sich lohnt, weiter nachzudenken. Vielen Dank. Andreas, du hast das Schlusswort. Ja, die Diskussion und auch die Studie zeigt ja, dass es sozusagen jetzt einfach auch noch weitergeführt werden muss und dass es noch längst nicht sozusagen am Ziel ist und wir dann irgendwie einen Schalter umlegen und ab morgen ist dann alles so, wie wir uns in unseren Träumen vorstellen. Und ich glaube, an der Stelle sind wir erstmal alle an den verschiedensten Stellen weiterhin gefordert, einfach weiterzuarbeiten. Die Interessensverbände, genauso wie die Bürger, die sagen müssen, wir wollen über unseren Verkehr entscheiden, genauso wie die Parteien, die sich Gedanken machen, wie finanzieren wir den Verkehr in Zukunft, was ist uns politisch wichtig und dann eben auch mit ihren Wählern natürlich dann darüber entscheiden, ist das eine richtige Zielstellung oder nicht? Wollen wir eine 100 eben dann haben, mitten durch den Prenzlauer Berg, den Lückenschluss, also ein Ring in der Stadt, oder wollen wir das nicht? Und deswegen heißt das erstmal weit mehr Arbeit für uns alle noch auch in Zukunft. Und für uns ganz konkret als Fraktion heißt das natürlich, da weitermachen, wo wir jetzt sind. Und das heißt, in den Haushaltsverhandlungen dafür sorgen, dass der Nahverkehr, eben der öffentliche, entsprechend ausgestattet wird und eben dafür zu sorgen, dass die Steuermittel und die Mittelzuweisungen eben nicht reduziert werden. Und ich freue mich, ich glaube, da sind wir dann mit den Linken und auch mit den Grünen sicherlich einig, dass das genau an der Stelle da so weitergehen muss. Das heißt also genau auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur in Zukunft nicht weiter auf Verschleiß gefahren wird, sondern eben entsprechend ausgestattet wird, dass der Verkehr so stattfindet, wie er im Fahrplan steht, und so weiter und so fort. Also insofern bleiben wir nicht stehen, sondern gehen weiter und hoffe, dass wir auch weiter im Gespräch bleiben. Und das auch gerne mit Ihnen, mit euch jetzt beim Schnittchen empfangen und vernetzen. und davor? Vor dem Schnittchen empfangen. Du darfst noch was sagen? Ja. Ja?
Du darfst jetzt einen Schluss machen. Ich fand das sehr bereichernd. Wie gesagt, ich hatte ja mit Absicht im Übrigen die Studie vorher nicht gelesen und weil ich keine Zeit hatte. Ich habe jetzt viel gelernt. Die Ersten verlassen schon fluchtartig das Podium. Deswegen mache ich es auch ganz kurz. Vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Vielen Dank, dass Sie hier waren und genießen Sie das Buffet und die Getränke, die es gibt. Jetzt darf Andreas noch was machen. Jetzt darf ich noch was sagen. Dazu stehe ich auch noch mal auf. Ich möchte mich natürlich bei all denjenigen bedanken, die überhaupt das möglich gemacht haben, dass wir die Studie jetzt in den Händen halten. Das ist auch immer was Besonderes, wenn man sowas noch mal auf Papier hat und noch mal irgendwie mit ins Bett oder wohin auch immer nehmen kann, um diese spannende Lektüre zu lesen. Deswegen besonderen Dank an Herrn Maas und an Herrn Waluga für das Erstellen der Studie. Vielen Dank an die Mitarbeiter auch und Mitarbeiterinnen bei uns in der Fraktion, alle, die daran beteiligt waren in der Pressearbeit und eben auch an anderer Stelle, damit das so passiert. Und ich muss an dieser Stelle einen tatsächlich ganz besonders herausgreifen, weil er für mich tatsächlich auch einfach eine ganz besondere Rolle an der Stelle gespielt hat. Deswegen muss ich den Herrn Dr. Armin Kuhn, meinen Mitarbeiter, nochmal auf die Bühne bitten. Ja. Und da wir in der Piratenfraktion auch immer für besonders viel Arbeit und Stress und auch Aufregung, aber auch viel Spaß sorgen, möchte ich dir als Dank für deine zentrale Arbeit eine Möglichkeit geben, diesen Stress auch wieder abzubauen und an einer passenden Stelle in Berlin, Wellness-Oase, zu entspannen und dich zu erholen von dem Stress, den wir dir bereitet haben. Und übergebe dir hierfür, noch ist es auf Papier und ein Ticket als Eintritt an dieser Stelle. Vielen Dank, Armin. So, ja.